Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 3 der Fragestunde der Mitglieder des Stadtrates. Hier beginnt, wie angekündigt, die SPD-Fraktion. Herr Drews, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, in den vergangenen Jahren hat es in Dresden einen Konsens gegeben, dass es nur einen stadtweiten verkaufsoffenen Sonntag pro Jahr gibt, um den verfassungsrechtlich gebotenen Sonn- und Feiertagsschutz nicht überzustrapazieren. Dies hat im Stadtrat stets eine Mehrheit gefunden und wurde auch von Kirchen und Gewerkschaften so akzeptiert. Für 2021 wurden zwei stadtweite verkaufsoffene Sonntage beschlossen und damit die bisherige Praxis aufgekündigt. Aktuelle Urteile aus Leipzig, Halle und anderen Städten zeigen, dass die Adventszeit und auch Weihnachtsmärkte keine ausreichenden Sachgründe sind, um eine stadtweite Sonntagsöffnung zu rechtfertigen. Dazu bitte ich um die Beantwortung der folgenden zwei Fragen. Zum einen, welche Schlussfolgerungen zieht die Stadtverwaltung insbesondere aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Juni 2020? Und zum zweiten die Frage, wird die Dresdner Verordnung zu den stadtweiten Sonntagsöffnungen im Advent diesen Jahres aktuell beklagt? Vielen Dank, Herr Drews, für Ihre Frage. Die aktuelle Rechtsprechung wurde in der Beschlussvorlage zur Verordnung der Landeshauptstadt Dresden über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderen Anlässen im Jahr 2021 sowie auch in der aktuellen Vorlage zur Änderungsverordnung berücksichtigt. Insbesondere wurden die in den beiden Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 22. Juni 2020, Aktenzeichen 8CN1/19 und 8CN3/19 angelegten Maßstäbe beachtet. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierin seine bisherige Rechtsprechung zu Vorschriften konkretisiert, die eine Sonntagsöffnung im öffentlichen Interesse zulassen und bestimmen, dass die Öffnung rechtfertigender Umstände unter bestimmten Voraussetzungen zu vermuten sind. Die betroffenen Kommunen hatten in beiden Fällen keine Prognose über voraussichtliche Besucherzahlen und andererseits Käuferzahlen erstellt. Nachdem die Oberverwaltungsgerichte die Freigabe der verkaufsoffenen Sonntage dennoch zugelassen hatten, hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die Verordnungen unwirksam waren. Zu den obergerichtlichen Entscheidungen führte es aus, ich zitiere, den Kommunen wird unter bestimmten Umständen der Nachweis der überwiegenden öffentlichen Prägung des Sonntages aufgrund einer besonderen Anlassveranstaltung durch eine Vermutungsregelung erleichtert. Greift sie ein, ist es zulässig, auf die Prognose der Besucherzahlen zu verzichten, die von der Veranstaltung einerseits und der Ladenöffnung andererseits angezogen werden. Doch ist die Vermutung an enge Voraussetzungen geknüpft. Zitat Ende. Die Landeshauptstadt Dresden hatte im Gegensatz dazu nicht auf die geforderten Prognosen verzichtet. Vielmehr wurden die Besucherzahlenprognose einerseits sowie die Kundenzahlenprognose andererseits aufgrund umfangreicher Auswertungen und verschiedenen Analysen erstellt und in die Vorlage aufgenommen. Im Ergebnis wurde prognostiziert, dass die Besucherzahlen der Weihnachtsmärkte die voraussichtlichen Kundenzahlen übersteigen. Zur stadtweiten Ausstrahlungswirkung der Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen wurden ebenfalls Ausführungen in der Vorlage aufgenommen. Bei gebietsweiten und gegenständlich unbeschränkten Sonntagsöffnungen, wie bei den beiden freigegebenen Adventssonntagen, bedarf es besonders gewichtiger Sachgründe. Dazu führt das Bundesverwaltungsgericht aus, dass Ausnahmen vom Regelerfordernis der räumlichen Begrenzung bei mehrtägigen Großveranstaltungen von nationalem bzw. internationalem Rang gerechtfertigt sein können, wenn die Besucher im gesamten Stadtgebiet untergebracht und versorgt werden. Diese Argumentation findet sich in der Vorlage zur Freigabe der beiden Adventssonntage, die hier vom Stadtrat beschlossen worden ist, wieder. Hinsichtlich der aktuellen Vorlage zum Verkauf offenen Sonntag anlässlich des Stadtfestes am 22. August 2021 wurde in Konsequenz der dargestellten Rechtsprechung der freizugebende Bereich auf den Stadtbezirk Altstadt beschränkt. Insofern in Kurzform, ja, wir kennen die Urteile, wir setzen sie bei unserer Arbeit um, insofern sind sie in die Beschlussvorlagen eingeflossen. Und wir setzen natürlich die Beschlussvorlagen des Rates, wenn sie bestätigt werden, in der weiteren Praxis um.
Es gibt einen zweiten Teil, der nicht in dem unmittelbaren Rechtshandeln der Stadt Dresden besteht, sondern eher im Thema gesetzlicher Änderungsbedarf. Meines Erachtens zeigt die Kompliziertheit des Ladenschlussrechts mit der Klageanfälligkeit und auch insbesondere im Hinblick auf die Anzahl erfolgreicher Klagen, dass jedoch vermehrt gewisse Unsicherheiten in der Rechtsanwendung entstehen. Zweitens zeigt sich auch aufgrund aktueller Entwicklungen gerade in Innenstädten relativ deutlich, dass das Thema Ladenöffnung im Zeitalter der Digitalisierung und des Internets möglicherweise auch neuerer Ansätze bedarf. Da aber, wie Sie richtig gesagt haben, der Sonn- und Feiertagsschutz verfassungsrechtlichen Rang hat, ist das keine Thematik, die die Landeshauptstadt Dresden unmittelbar beeinflussen muss, sondern die der Gesetzgebung und insbesondere der verfassungsgebenden Gesetzgebung vorbehalten ist, wo wir im Rahmen von Verbändeanhörungen etc. natürlich einbezogen sind. Zur zweiten Frage, ja, die aktuelle Verordnung zu den beiden Sonntagsöffnungen wurde von der Verdi, die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, am 8. März mit einem Normenkontrollverfahren durch das Sächsische Oberverwaltungsgericht angegriffen. Dieses Verfahren wurde uns am 16. März 2021 zugestellt. Dieser Antrag betrifft die Verordnung, die hier im Dezember 2020 beschlossenen beiden Termine vom 5. und vom 19. Dezember 2021 anlässlich des 587. Dresdner Striezelmarkts der Weihnachtsstadt Dresden, und der Antrag lautet in die Richtung, die Verordnung für unwirksam zu erklären. Das Verfahren wird jetzt also mit einer Stellungnahme unsererseits entsprechend auch bearbeitet werden. Dann vielen Dank für die Antwort, und dann sind wir mal gespannt, ob die zusätzlichen Begründungen gerichtsfest der Sache standhalten. Vielen Dank. Wir kommen damit zur zweiten Frage. Herr Zastrow, bitte sehr. Herr Oberbürgermeister, eine kleinere Sache. Die Frage der Straßenbeleuchtung und der lichttechnischen Gestaltung von Straßenräumen spielt in Dresden ja immer wieder mal eine Rolle. Wir erinnern uns alle noch an die Diskussion um die alten Kandelaber in Striesen. Ist aber auch in anderen Stadtteilen wichtig, zum Beispiel in der Neustadt und dort insbesondere in der Radeberger Vorstadt. Wie man dort erkennen kann, wurde von dem typischen, für den Radeberger Vorstadt typischen Lichtkonzept, was ja eher so ein rötlich-gelbes, warmes Licht ist, was in allen Nebenstraßen dort so ist, jetzt auf der Radeberger Straße, wo es genauso gewesen ist, abgewichen. Das hat man die Straßenbeleuchtung ausgetauscht und sie durch wunderhübsches, grell-weißes Neonlicht, wird es nicht sein, aber irgend sowas, ausgetauscht. Das würde mich jetzt doch schon mal interessieren, warum das gemacht worden ist und wie eigentlich dort der Austausch mit lokalen Akteuren oder auch mit dem Stadtbezirksbeirat in dieser Frage vorgenommen worden ist. Die Frage hat mich auch von Bürgern erreicht. Das war das eine. Das zweite ist, welche Kosten sind dabei entstanden und soll das so auf alle Ewigkeit bleiben? Vielen Dank, Herr Zastrow, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Zastrow, die Beleuchtungskörper entlang der Radeberger Straße wurden im letzten Jahr durch Leuchten mit energiesparender LED-Technik in warm-weiß ersetzt. Mit dieser Lichtfarbe wurde die diesbezügliche Festlegung des Lichtmasterplans der Landeshauptstadt Dresden umgesetzt. Im Übrigen trägt das warm-weiße LED-Licht aufgrund seiner besseren Farbwiedergabe der angestrahlten Objekte im Verkehrsraum zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Die Einbeziehung der Stadtbezirke bei Investitionen ist nur im Straßennebennetz vorgesehen. Die alten Beleuchtungskörper waren verschlissen und entsprachen nicht mit den aktuellen technischen Anforderungen. Die Kosten der Maßnahme betrugen rund 43.000 Euro. Es handelt sich um eine dauerhafte Umrüstung. Und ergänzend sei gesagt, ich bedauere zutiefst, dass die Parteizentrale auf der Radeberger Straße 51 nicht angemessen in Szene gesetzt wird. Ah, das ist also der Kontrast zwischen dem grellen Licht an der Radeberger Straße 51 und der warmen Straßenbeleuchtung war bisher sehr schön. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Deswegen. Aber was mich mehr interessiert ist, setzt sich das jetzt in die Nebenstraßen fort? Das heißt, müssen wir uns in der Radeberger Vorstadt darauf einstellen, dass überall das warme Licht durch dieses doch in der praktischen Wirkung sehr kalte Licht ausgetauscht wird, wenn das so ist? Brauchen wir eine Diskussion vor Ort mit den Bürgern?
Also ich denke, wir können die Diskussion gerne im zuständigen Fachausschuss nochmal vertiefen. Es gibt ja, wie gesagt, einen entsprechenden Lichtmasterplan und die Lichtfarbe, die mir hier aufgeschrieben wurde, ist mit warmweiß bezeichnet. Offensichtlich, wie das so ist, gibt es da unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber neben der Frage der Gestaltung, das will ich nochmal betonen, ist natürlich die Frage der Verkehrssicherheit auch noch ein Thema, was ja auch Hintergrund war, auch neben der Frage der Kosten für den Betrieb der Beleuchtung, die ja durch die LED-Technik deutlich günstiger sind, auch hier eine Umrüstung vorzunehmen. Und hier, wie gesagt, war die Leuchtkörper verschlissen, also musste sozusagen zwangsläufig auch tätig werden. Danke. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage für die Freien Wähler. Frau Dagen, bitte. Ja, in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung in der vergangenen Woche erklärte der Oberbürgermeister, dass im Wesentlichen die Lockerungen an Schulen und Kindertagesstätten an den steigenden Infektionszahlen beteiligt sind. Ich würde hier mal das Zitat nachliefern. Er sagte, wenn der Ministerpräsident also sagt, die Lockerungen waren falsch, waren es im Wesentlichen die Lockerungen im Bereich Schulen und Kitas, die am Anstieg beteiligt sind. Meine Frage lautet, auf welcher Grundlage, das heißt auf welcher faktischen Datenbasis beruht diese Aussage? Und sehen Sie weiterhin den Bereich von Schulen und Kindertagesstätten als den Ort an, der wesentlich am Anstieg beteiligt ist, obwohl Herr Staatsminister Piwarz aufgrund von gemeldeten negativen und positiven Tests von Schulen nachweisen konnte, dass aufgrund der geringen Infektionszahlen an Schulen, das heißt 0,12% der durchgeführten Tests, dieser Bereich eben gerade nicht mehr als Treiber der Pandemie bezeichnet werden sollte. Die Frage ist durchaus zukunftsgewandt hinsichtlich der in Aussicht gestellten neuerlichen Schließungen von Schulen. Vielen Dank. Die Beantwortung der Frage übernimmt Kollegin Dr. Kaufmann. Ja, sehr geehrte Frau Dagen, danke für Ihre Anfrage. Ich widerspreche meinem Chef nur ungern, aber der Bereich Kita-Schule ist nicht primär als Treiber der Pandemie zu bezeichnen, wenngleich die Vermutung naheliegt. Aber Sie wissen, seit spätestens dieser Woche funktioniert auch das Testregime innerhalb von Schulen und Kitas gut. Die Datenlage zeigt, dass sich mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebes im Bereich Kindertagesstätten auch mit der sukzessiven Öffnung von Schulen das Infektionsgeschehen in diesen Einrichtungen insgesamt erhöht hat. Waren in der Kalenderwoche 6, also ab dem 8.2. beispielsweise 11 Einrichtungen mit insgesamt 10 Indexfällen aus Beschäftigten und Betreuten betroffen, waren es am Ende der vergangenen Woche bereits 63 Einrichtungen mit 73 Indexfällen. Die Inzidenz der relevanten Altersgruppe war jedoch auch schon vor Öffnung von Kitas und Schulen in Dresden wie auch sachsenweit deutlich erhöht. Insgesamt zeigt sich in diesem Zusammenhang aber, dass mit steigender Inzidenz auch immer ein erhöhter Infektionseintrag in Gemeinschaftseinrichtungen besteht. Und überdies aufgrund der fortschreitenden Verbreitung der Virusvarianten von einer deutlich leichteren Ansteckung sowie einer höheren Ansteckungsrate mit einer zudem noch längeren Infektiosität und vermutlich auch einer späteren Erkrankung der Kontaktpersonen auszugehen ist. Die zunehmende Betroffenheit von Kitas und Schulen bettet sich daher in die insgesamt steigenden Fallzahlen ein und vermutlich wird nicht Kita oder Schule selbst zum Treiber der Pandemie, sondern die damit im Zusammenhang stehende erhöhte Mobilität sowie eben die Zusammenkunft von Menschen, von Personen insgesamt. Eine Rückfrage hätte ich bezüglich der
sehr oft zitierten Vermutlichkeit von Ihrer Seite. Welche Daten werden denn bei Tests außerhalb von Schulen und Kindertagesstätten, beispielsweise jetzt auch in der Vielzahl der neuen Testzentren, aufgenommen? Ist es unter Umständen möglich, dort berufliche, soziale und auch kulturelle Hintergründe zu erfragen, um so die derzeit nicht erkennbaren und eben noch in dem Vermutungsbereich liegenden Ansteckungssituationen aufzudecken? Im Rahmen des Containments, der Nachverfolgung, werden die beruflichen und sozialen Hintergründe immer abgefragt. Grundlage einer statistischen Auswertung bieten diese Daten aufgrund ihrer Heterogenität indes jedoch nicht. Zudem fällt es auch betroffenen Personen zunehmend schwerer, den möglichen Ort der Ansteckung überhaupt zu benennen und damit zu bestimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filius-Jähne. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, inzwischen ist unter anderem über eine Anfrage im Sächsischen Landtag bekannt geworden, dass die 30 Hektar Pillnitzer Flur vom Freistaat tatsächlich an die Borsberg Kieswerke AG in Söbrigen verkauft wurden. Ein 30 Hektar großer Tagebau in Söbrigen würde durch Lärm, Dreck, Lkw-Verkehr die Attraktivität der Schlossanlage Pillnitz beeinträchtigen und damit Dresden als Tourismusziel schaden. Gleichzeitig würde die Möglichkeit einer weiteren touristischen Entwicklung in Pillnitz verbaut, etwa durch die Schaffung eines Biosphärenreservats auf der fraglichen Fläche und den Ausbau der Wanderwege in dieser landschaftlich sehr reizvollen Gegend. Ich bitte Sie daher um die Beantwortung folgender beiden Fragen. Wann und wie wurde die Landeshauptstadt Dresden von diesem Verkauf informiert? Und die zweite Frage, die ich gleich anschließe, am 30.08.2018 hat dieser Stadtrat, das heißt, es war noch die letzte Legislatur, mit einem Beschluss den Oberbürgermeister aufgefordert, alles zu unternehmen, den Kiesabbau in Söbrigen zu verhindern. Frage daher, was hat die Landeshauptstadt Dresden bisher dafür getan und was gedenkt sie auf Basis der jetzt neu geschaffenen Fakten zu unternehmen? Vielen Dank, Frau Filius-Jähne. Die Beantwortung der Frage übernimmt Kollegin Jening. Sehr geehrte Frau Stadträtin Filius-Jähne, die Landeshauptstadt hat von dem Verkauf aus der Presse erfahren. Es gab weder ein Angebot an die Landeshauptstadt noch eine Einbeziehung in die Landeshauptstadt in die Verkaufsverhandlung und leider auch nicht die Chance, ein gemeindliches Vorverkaufsrecht auszuüben. Meiner Meinung nach zeigt diese Art des Verkaufes, dass die Landesregierung an den Bergbauinteressen festhält und das eben auch zu dem Zweck verkaufen wollte. Zur zweiten Frage. Erstens, es hat im Anschluss ein Gespräch am Tisch des Oberbürgermeisters mit dem potenziellen Betreiber und jetzt Eigentümer der Flächen gegeben, an dem ich auch teilgenommen habe. Und in dem haben wir gemeinsam den Betreiber über den Stadtratsbeschluss und die Bedenken in Dresden informiert. Zweitens, die Stadtverwaltung hat sich intensiv für eine Änderung der Ausweisung der Lagerstätte Söbrigen im rechtswirksamen Regionalplan Oberes Elbtal Osterzgebirge 2020 beschlossen, bemüht. Wir haben immerhin erreicht, dass dort anstelle eines Vorranggebiet Rohstoffabbaus ein Vorranggebiet langfristige Rohstoffsicherung ausgewiesen wird. Dann ist die Lagerstätte, also das ist die Folge, nicht mehr Gegenstand des Bedarfsnachweises für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Natürlich schließt das einen kurzfristigen Abbau des Rohstoffs auf regionalplanerischen Ebene noch nicht aus, aber die Ausweisung zeigt das bestehende Konfliktpotenzial mit dem überlagerten Vorbehaltsgebiet Arten- und Biotopschutz an. Leider ist es aber so, dass der Status dieses Gebietes derzeit in dem seit 2030 geltenden Landesentwicklungsplan Sachsen als Bergbaugebiet festgeschrieben ist. Der gilt als
Rechtsverordnung verbindlich für die Kommunen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier keine anderen Planungen unternehmen könnten, Bebauungspläne, Ausweisungen durch Sachsen, weil dieser höchste Raumordnungsplan in Sachsen eben jedes andere Planungsrecht ausschließt. Das heißt aber nicht, dass dort nach dem Erwerb der Flächen einfach Bergbau losgehen kann, sondern zur Ausübung des Bergrechts ist erst eine bergrechtliche Betriebsplanzulassung erforderlich. Dazu hat es ja schon 2003 mal ein Planfeststellungsverfahren gegeben, das jetzt wieder aufgenommen werden sollte. Der Betreiber hatte einen Antrag angekündigt, sehr bald, eigentlich schon lange. Dazu ist es aber noch nicht gekommen. Die Planfeststellungsbehörde, das Sächsische Oberbergamt, hat zuletzt 2019 mitgeteilt, dass an den Antragsunterlagen des Betreibers noch weitere Änderungen erforderlich seien. Wenn dieser Antrag vom Oberbergamt angenommen wird, wird es dann eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und aller Träger öffentlicher Belange, der Stadtverwaltung auch geben. Und erst dann, im Folge eines Planfeststellungsbeschlusses, wird die Zulassung des Vorhabens im Hinblick auf die vielen anderen öffentlichen Belange, die die Bürger und auch die Stadtverwaltung geltend machen, wird sie festgestellt. Deshalb haben wir drittens uns auf dieses Planfeststellungsverfahren sehr gut vorbereitet als Stadtverwaltung. Es ist noch nicht eröffnet, aber wenn es eröffnet wird, werden wir, so wie es der Stadtratsbeschluss vorsteht, die Ablehnungsgründe und Kritikgründe der Stadtverwaltung aus allen Gründen, Naturschutz, Denkmalschutz, Wasserhaushalt, Belange der Nachbarinnen und Nachbarn vortragen. Und darüber werden wir Sie dann natürlich als Stadtrat auch informieren. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, wir kriegen das wie üblich auch noch mal schriftlich. Danke. So ist das. Vielen Dank. Die nächste Frage ist CDU-Fraktion. Herr Krüger, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, leider muss ich die Fragestunde hier im Stadtrat in der Öffentlichkeit nutzen, da ich bereits seit einem Dreivierteljahr versuche, im zuständigen Wohnbeirat bei Frau Dr. Kaufmann Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Sie verweist regelmäßig seit dem Dreivierteljahr, dass sie auf ihre Fragen aus dem Geschäftsbereich 6 keine Antworten erhalten würde und deshalb auch dieser Punkt nicht aufgerufen werden kann. Letztes Mal im Wohnbeirat wurde dieser Punkt gar nicht mehr, obwohl er immer wieder vertagt wurde, gar nicht mehr aufgerufen, sodass ich mich jetzt genötigt fühle, hier in dieser wichtigen Frage öffentlich anzufragen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, im Januar 2012 beschloss der Bauausschuss die Durchführung eines Werkstattverfahrens für das Gebiet zwischen Kipsdorfer Marienberger und Liebenauer Straße zur Aufstellung eines Rahmenplanes. Nach einer entsprechenden Jurybefassung im Jahr 2013 wurde 15 der Aufstellungsbeschluss für den Rahmenplan 787 Seidnitz-Tolkewitz gefasst. Infolge weitergehenden Stillstands beauftragte sie der Stadtrat mit Beschluss im Jahr 2018 die Planungen voranzutreiben und entsprechende Projekte zu priorisieren. Ich bitte deshalb um Beantwortung folgender Fragen. Wie ist der aktuelle Sachstand der Rahmenplanung Nummer 787 Seidnitz-Tolkewitz? Womit erklären Sie die in meinen Augen extrem langen Bearbeitungszeiten 2012 bis 2021, 9 Jahre? Und wann rechnen Sie mit einem Baubeginn in diesem Gebiet? Vielen Dank, Herr Krüger, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Krüger, zunächst stellt sich das für mich so dar, dass man nicht von dem Stillstand sprechen kann. Die Verwaltung hat Zusammenarbeit mit der Stesat, mit der DVB AG maßgeblich den Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur, das ist die Wehlener Straße, die Schlömilchstraße, Kipsdorfer Straße und die Gleisschleife, die Herstellung der Schulwegsicherheit, die Errichtung des größten Schulstandorts in Dresden, nämlich das Gymnasium und die Oberschule Tolkewitz, mit den Sportanlagen sowie die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude westlich der Schlömischstraße in dem Bereich einiges getan. Aktuell ist es so, dass mit dem besagten Beschluss, den Sie angesprochen haben, nämlich
der den Titel hatte Schaffung eines Ortskerns für Tolkewitz, Rahmenplanung 787 seitens Tolkewitz jetzt vorantreiben, die Verwaltung entsprechend beauftragt wurde, die damit verbundenen Projekte stärker zu priorisieren und die ebenfalls den Geltungsbereich dafür gebietsplanerisch weiter zu untergliedern. Das hat die Verwaltung getan, ist dem Auftrag nachgekommen mit dem Aufstellungsbeschluss V2572-18 vom 7. November 2018 mit zum Bebauungsplan 3038 Dresden-Tolkewitz, Dresden-Seidnitz-Tolkewitz, Wohnstandort Kipsdorfer Straße, Wesensteiner Straße. Ferner beschloss der Stadtrat am 7. Juni 2019 die Vorkaufsrechtssatzung Nummer 13 Dresden-Seidnitz-Tolkewitz, Wohnstandort Kipsdorfer Straße, Wesensteiner Straße und billigte die Begründung hierzu. Darüber hinaus fanden mit den Grundstückseigentümern Abstimmungsgespräche statt zur Qualifizierung der städtebaulich freiraumplanerischen Konzeption im Bebauungsplangebiet 3038 wurde unter Beteiligung des Stadtbezirksbeirats Blasewitz und Vertretern der politischen Gremien im letzten Jahr eine Mehrfachbeauftragung durchgeführt. Im November 2020 fand die Jury-Sitzung statt, an der ich dann in meiner neuen Funktion auch zugegen war. Der ausgewählte Entwurf wird nun unter Beachtung der Jury-Empfehlung überarbeitet und anschließend der Öffentlichkeit zur Beteiligung vorgestellt. Für den Standort Altenberger Straße 83 führte die Landeshauptstadt Dresden eine Konzeptausschreibung zur Errichtung und Betreibung einer allgemeinbildenden Schule durch. Die eingereichten Gebote sind ausgewertet. Gegenwärtig laufen die Abstimmung zum Erbbaurechtsvertrag und die Beschlussvorlage für die Übergabe des Erbbaurechts wird derzeit erarbeitet. Um den künftigen Erschließungserfordernissen innerhalb des gesamten Planungsgebiets gerecht zu werden, entwickelt das Stadtplanungsamt derzeit eine Erschließungskonzeption, also für die verkehrlichen Aspekte. Warum hat das alles so lange gedauert? Man muss dazu sagen, dass der Rahmenplan eine Größe von annähernd 49 Hektar umfasst und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklungsplanung hier tätig werden zu können, müssen die unterschiedlichen Entwicklungsphasen betrachtet werden, miteinander verzahnt werden und auch die Finanzierung steht hier im Fokus. Hinzu kommt, dass neben der Schaffung von Baurecht für die einzelnen Projekte und Vorhaben diese weiter zu qualifizieren und im Einklang mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu bringen sind. Ein konkretes Beispiel möchte ich das Freiwerden der Gärtnereiflächen nennen, denn die Neuordnung dieser Flächen sollte ursprünglich eigentlich zu einer späteren Phase erfolgen. Wann ist mit dem Baubeginn in diesem Gebiet zu rechnen? Also den Schulcampus Tolkewitz haben wir schon, das ist bekannt. Als nächster großer Entwicklungsschritt wird dann realisiert, wenn der Bebauungsplan 3038 seine Rechtskraft erlangt. Ab diesem Zeitpunkt kann dann für diesen Bereich, wir rechnen voraussichtlich mit dem Jahr 2023, der Baubeginn für die neue Wohnbebauung erfolgen. Für den Schulstandort Altenberger Straße 83 gehe ich aktuell davon aus, dass der Bau im Jahr 2022 beginnen kann. Vielen Dank. Für die nächste Frage Herr Lommel, bitte. Liebe Kollegen, sehr geehrter erster Bürgermeister, aufgrund der Corona-Pandemie sind vor allen Dingen Einzelhandel, Gastronomie, Hotels von weitreichenden Schließungen betroffen. Diese Unternehmen, vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen, erhalten anders als Großkonzerne wie Lufthansa nur geringe Unterstützung und diese kommt dann, anders wie von der großen Politik versprochen, auch häufig verspätet bei Händlern, Gastronomen, Hotels an. Obwohl, gleichwohl sind diese Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil von Dresden und mit ihren Gewerbesteuern tragen sie auch zu unserem Haushalt der Landeshauptstadt bei. Tourismus und Handel ermöglichen mit ihren Erträgen überhaupt erst die vielen Projekte, die die Stadt beschließt. Daher meine Fragen. Erstens, wie haben sich die Gewerbesteuereinnahmen der Landeshauptstadt Dresden insgesamt seit dem vierten Quartal 2019 entwickelt, also am Beginn der Corona-Zeit? Und bereits die erste Prognose für 2021, wie glauben Sie, das aussieht? Zweitens, wie hat sich die Gewerbesteuer in Dresden Innenstadt, alternativ Stadtbezirk Altstadt, seit dem vierten Quartal entwickelt und ist bereits auch eine Prognose hier für 2021, erstes Quartal, möglich? Wie sind die branchenspezifischen Entwicklungen der Gewerbesteuereinnahmen zu sehen, insbesondere in Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie sowie Kultur- und Kreativwirtschaft? Drittens,
Wie bewertet die Landeshauptstadt Dresden die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in der Innenstadt und mit welchen Mindereinnahmen wird für 2021 gerechnet? Und schließlich letztens, gibt es Stundungen oder Erlasse der Gewerbesteuer gegenüber den innerstädtischen Unternehmen? Vielen Dank. Vielen Dank. Die Beantwortung der Frage übernimmt Herr Kollege Dr. Lammes. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Lommel, meine Damen und Herren, zunächst zu der Einnahmesituation im vierten Quartal 2019 waren das 78,1 Millionen Euro, im ersten Quartal 20 67,9, im zweiten Quartal 20 63,1, im dritten Quartal 20 69,9, im vierten Quartal 20 58,5 und im ersten Quartal 21, das ist jetzt keine Schätzung, sondern der Stand von gestern, 91 Millionen Euro. Das sind Zahlen, die wir auf eine stadträumliche Gliederung nicht zurückführen können, weil nicht erfasst wird, wo die einzelnen Unternehmen räumlich angesiedelt sind und wo die zugrunde liegenden Gewinne erwirtschaftet werden. Es kommt noch hinzu, dass ja viele Unternehmen, die gerade in der Innenstadt ansässig sind, zu bundesweit tätigen Unternehmen oder gar noch weiter tätigen Unternehmen gehören. Und da geschieht die Steuerbemessung ja nicht nach dem Umsatz oder nach Gewinnermittlung vor Ort, sondern nach anderen Maßstäben, insbesondere dem Verhältnis der Lohnzahlungen an den einzelnen Standorten. Gleichwohl wollen wir Sie mit Ihrer Frage nicht abtropfen lassen und haben nochmal uns angeschaut, wie die branchenspezifische Entwicklung ist. Das wird erhoben ziemlich kleinteilig, auch aus statistischen Gründen. Circa 750 Branchen werden da erledigt. Aber keine Sorge, wir werden vor 10 Uhr auch noch andere Dinge miteinander beraten können. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen und schon gar nicht die Zahlen, sondern wirklich Verhältnisse nur der prozentualen Entwicklung. Da müssen wir auch, da bitte ich um Verständnis, einigermaßen zurückhaltend sein in der Beantwortung dieser Fragen, weil natürlich eine zu detaillierte Beantwortung dann auch Rückschlüsse zulassen könnte, die dann dem Steuergeheimnis widersprechen würden. Aber wir sind mal so vorgegangen, dass wir die Jahre 19, 18 und 17, dass wir da das Mittel genommen haben und gegenübergestellt haben, die Einnahmen bzw. die festgesetzten Steuern dann für das Jahr 2020. Dabei sehen wir im Textilhandel einen Rückgang von 25%. Im Buchhandel einen Rückgang von 62%, im Taxigewerbe 69%, bei den Hotels 88%, bei den Restaurants und Cafés 64%, bei den Kinos 94%, und jetzt im Reisewirtschaft sind es auch 94 bzw. 97%, je nachdem die Büros oder die Veranstalter. Und zum Schluss noch vielleicht der Blick auf die Theater- und Konzertveranstalter. Da haben wir einen Rückgang von 94,5%. Insgesamt wirkt sich das aber auf unsere Steuereinnahmen ja zwar aus, aber wie wir ausgewiesen haben, haben wir insgesamt keinen Rückgang, der annähernd diese Größenordnungen erreichen würde, weil bei Betrachtung der Zahlen die genannten, besonders von der Pandemie betroffenen Gewerbezweige eben nicht die größten Gewerbesteuerzahler in Dresden sind und das Aufkommen insofern insgesamt nicht so maßgeblich prägen. Gleichwohl haben wir das natürlich mit großer Sorge auch für die Stadtentwicklung im Auge und
müssen ja auch vielfältig wirtschaftspolitisch dort reagieren und wir können es an unseren Steuerzahlen auch abmessen. Zum Thema Stundungen und Erlass, also das ist jetzt, weil die Gewinnermittlungen und Steuerfestsetzungen ja noch sehr frühzeitig erfolgen und in einem frühen Stadium sind, haben wir ein an sich unverändertes Geschehen bei den Anträgen auf Erlass von Steuerforderungen. Bei den Stundungen sind schon erhebliche Stundungen vorgenommen worden. Das geschieht jeweils nach Regeln, die auch im Deutschen Städtetag empfohlen worden sind. Und auf den Empfehlungen auch des Bundesfinanzministeriums beruhen, dass wir nämlich bei der Glaubhaftmachung und Versicherung pandemiebedingter Liquiditätsprobleme sehr unbürokratisch und sehr problemlos Stundungen gewähren. Das haben wir auch in erheblichem Umfang im Jahre 2020 gemacht. Gleichwohl, das Gesamtergebnis auf die Gewerbesteuereinnahmen ist nicht so drastisch. Das liegt auch daran, dass die Maßnahmen der Bundesregierung hier gegenzusteuern, also insbesondere das soziale, das wirtschaftliche Leben in Gang zu halten, auch auf, um den Preis erhöhter Staatsverschuldung, dass diese Maßnahmen auch greifen und weite Teile der Wirtschaft wenig Beeinträchtigung durch die Pandemiesituation erfahren. Ja, herzlichen Dank und ich freue mich auf die schriftliche Zusendung. Danke. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Herr Wirz, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, wir stehen ja heute ein Stück weit am Abend im Zeichen des Sachsenbades. Mit Recht wird ja in Dresden Wert auf Baukultur und Baudenkmalpflege gelegt. Dresden verlangt da auch Immobilienbesitzern eine ganze Menge ab und passt auf, dass die denkmalgeschützte Bausubstanz erhalten und fachgerecht und denkmalgerecht saniert wird. Natürlich sind wir dann als Kommune auch aufgerufen, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und dafür mag es Ursachen geben, aber der Zustand des denkmalgeschützten Sachsenbades kann uns da nicht zufriedenstellen. Deswegen auch als Einstimmung heute nochmal eine Frage, die auf die Beleuchtung des Sachsenbades als Baudenkmal, als im Prinzip Markstein auch in der Dresdner Baugeschichte, nämlich der frühen Moderne, zurückgeht. Denn bereits in der Antike und im Mittelalter spielten ja öffentliche Bäder, Badehäuser und später auch unsere Badeanstalten eine große Rolle im kulturellen und sozialen Zusammenleben einer Stadt. Ebenso auch in der Gründerzeit und in den späten 20er Jahren in der frühen Moderne, der Entstehungszeit des Sachsenbades. Wir hatten vor allem Aspekte der Stadthygiene, der Volksgesundheit und der Körperertüchtigung Bedeutung. Und auch anfangs schon im Prinzip der 20er Jahre Einführung des 8-Stunden-Tages auch zunehmende Freizeitgestaltung, die ja dann im Prinzip mit der Verkürzung der Arbeitszeiten entstand. Bekannte Stadtarchitekten wie in Dresden eben Paul Wolf oder auch in Chemnitz Fred Otto schufen bedeutende Hallenbäder in ihren Städten. Gerade auch als Beispiel unserer Nachbarstadt Chemnitz, Zeit der Eröffnung in den 30er Jahren war das Chemnitzer Stadtbad das größte Hallenbad Europas, ist ununterbrochen seitdem instand gehalten, mehrfach saniert worden und heute auch noch als Hallenbad zu erleben. Das haben wir in Dresden mit dem Sachsenbad leider noch nicht geschafft. Deshalb nochmal folgende Fragen. Wie ordnet sich das Sachsenbad in den baugeschichtlichen und auch sozialgeschichtlichen Kanon Dresdens ein und wie ist seine Unterschutzstellung als Baudenkmal begründet? Welche sozialpolitische Haltung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts führte zur Errichtung des Sachsenbades als einer städtischen Einrichtung und welche Nutzung im Bauwerk hatten welche praktische Funktion für die Bevölkerung im Stadtteil? Wie änderten sich die Nutzung und die Bedeutung des Sachsenbades im Wandel der Zeiten? Vielen Dank, Herr Wirz. Die Beantwortung der Frage übernimmt Herr Kollege Kühn. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Stadtrat Wirz, für die Fragen. Die eignen sich ja auch als Thema für eine Dissertation oder für ein wissenschaftliches Kolloquium. Ich würde es aber mit der Kurzform versuchen. Die erste Frage zielt ja darauf ab, warum ist das Baudenkmal unter Schutz gestellt? Dazu gibt es mehrere Gründe zu nennen. Sie haben es ja schon gesagt, das ist ein Werk von Stadtbaurat Paul Wolf. Die Gründe für die Unterschutzstellung sind architekturgeschichtlich zu suchen. Es ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der neuen Sachlichkeit in Dresden. Sie sind stadtbaugeschichtlich begründet. Die Entwicklung der Großstadt mit ihren Bauaufgaben, der Versorgung, der Hygiene, des sozialen, aber eben auch genossenschaftlichen Wohnungsbaus. Daneben die Weiterentwicklung des Stadtteils Pieschen. Die städtebauliche Situation, die Stellung als Anker im Stadtteil, die Ensemblewirkung mit dem Umfeld, mit der Platzanlage, mit den Wohnbebauungen und eben auch sozialgeschichtliche Gründe, das Bad als Zeugnis der Beförderung der Volksgesundheit, des sozialen Zusammenlebens und der Quartiersidentität. Alles das hat zur Unterstützstellung dieses Baudenkmals geführt. Die Architektur changiert zwischen Funktionalität und Erhabenheit. Die große Schwimmhalle hat fast sakralen Charakter. Hier schwingen die Sozialutopien der Zeit mit durch Naturwissenschaft, Medizin, Körperertüchtigung und Raumkunst zum gesunden neuen Menschen. Letztlich hat aber das Bad auch ganz praktisch seine Aufgabe für die Bevölkerung durch die Zeit erfüllt. Das Sachsenbad hatte bis zu seiner Schließung Anfang der 90er Jahre wichtige Funktionen als Schwimmhalle und Ort der weiteren Badanwendung, Stichwort Wannbäder, und war damit auch ein gesellschaftlicher Ort, auch Ort der Identität, nicht nur für Pieschen, sondern für ganz Dresden. Hier habe ich schwimmen gelernt, hört man immer wieder, zuletzt auch bei der im letzten Jahr stattgefundenen virtuellen Einwohnerversammlung. Bis heute bestehen Erwartungen an die gesellschaftliche und die Bäderfunktion des Gebäudes anzuknüpfen. Die Bevölkerung hat das Gebäude nicht nur bezüglich seiner Nutzung, sondern auch hingesichtlich seiner Präsenz als einen vertrauten Gegenstand im Stadtraum angeeignet. Aus diesem Grund besteht die große Sehnsucht nach einer Revitalisierung. Herr Bürgermeister, ich danke Ihnen für diese sehr ausführliche, bei der gebotenen Kürze gegebene Antwort. Und ich denke, sie bedarf keiner Nachfragen. Sie ist für sich erschöpfend. Natürlich, ein Kolloquium wäre schön. Und wir wünschen uns natürlich am heutigen Abend auch gute Beschlüsse und einen verantwortlichen Umgang mit diesem bedeutenden Baudenkmal Dresdens. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen damit zum Abschluss der Fragerunde, zur letzten Frage. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, eine Frage zu der CO2-Bilanzierung von Dresden. Dresden hat ja am 30. Januar 2020 beschlossen, den Klimaschutz als höchste Priorität der Daseinsvorsorge anzuerkennen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Und es wurde auch festgestellt und beschlossen, dass die bisherigen Maßnahmen zur CO2-Reduktion mitnichten reichen, um die Zielvorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Und deswegen hatte der Stadtrat in Punkt 3i beschlossen, dass die Verwaltung jährlich eine CO2-Bilanz vorzulegen hat, inklusive der Maßnahmen, die getroffen wurden, sodass wir, wenn man so will, auf Sicht fahren können, was die Reduzierung der CO2-Emissionen angeht. Eine Bilanz, zumindest meines Wissens, die letzte, ist 2018 vorgelegt worden. Allerdings beziehen sich die Daten, die dann da veröffentlicht wurden, auf das Jahr 2016. Und jetzt kommen hierzu, zu diesem Themenkomplex, meine Fragen. Ich stelle sie am Blog. Für wann ist die Veröffentlichung einer aktualisierten CO2-Emissionsbilanz vorgesehen? Auf welche Jahre werden sich die Daten beziehen? Zweitens, wird die neue CO2-Bilanz eine andere Untersuchungssystematik haben als die von 2018? Wenn ja, wo liegen die Unterschiede? Und drittens, ist vorgesehen, wie damals im Januar 2020 beschlossen, die Bilanz jährlich zu aktualisieren? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Frau Kollegin Jenigen, bitte. Sehr geehrter Herr Stadtrat Schulte-Wissermann, ja, wir wollen Ihnen sehr bald die Bilanz
auf Basis der Daten von 2018 vorstellen. Die Erarbeitung hat sich verzögert, da es eine Vakanz bei der Stelle gab, eine Elternzeit und auch den Notbetrieb in der Stadtverwaltung. Und weil wir tatsächlich die Methodik umstellen, wie Sie ja auch vermutet haben. Wir werden jetzt nicht mehr wie bisher in Dresden nach der eigenen, selbst erarbeiteten Methodik die Treibhausgasemissionen bilanzieren, sondern wir werden die deutschlandweit standardisierte BISCO-Methodik mit dem Instrument Klimaschutzplaner anwenden. Es gibt da eine ganze Reihe von Unterschieden, das würde ich Ihnen dann noch mal schriftlich später geben. Ein ganz wesentlicher ist, dass diese neue Methodik eine Territorialbilanz ist. Also alles wird bilanziert, was auf dem Stadtteil, im Stadtgebiet von Dresden passiert. Es wird aber nicht bilanziert, was Dresdnerinnen und Dresdner zum Beispiel durch Flugverkehr oder durch Güterverkehr außerhalb des Stadtgebietes ausstoßen. Vorteil dieser Bilanzierung ist, dass unsere Bilanz vergleichbar wird, ehrlich vergleichbar wird mit der anderer Städte, was uns als Mitglied des Klimaschutzbündnisses wichtig ist. Wir werden das ja bei der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, zu deren runden Tisch ich Sie und alle Fraktionen dieses Stadtrates gerade eingeladen habe und ganz herzlich einlade, zusammen diskutieren können, was das bedeutet. Und natürlich wollen wir die Bilanz jährlich aktualisieren. Es gibt ja schon die jährliche Beschlusskontrolle zu den Klimaschutzmaßnahmen. Dem wird die Bilanz dann beigefügt werden. Und wir werden dann auch ein Monitoring der Maßnahmen machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben damit die Fragestunde und damit den Tagesordnungspunkt 3 abgeschlossen.